Schwimmende Hallo, Städte. Willkommen zurück. Wir gehen töten. Scheint hier schon so fast für mich ein intensiver Evergreen zu werden. Kein Scherz, ich plan das nicht mehr. War da jemand? Nein. Schade. Okay, wir müssen hier rein. Können wir? Hey. Nice. Bitte nehmen Sie vor dem Betreten des Startbereichs. Das sieht nicht gut aus. Nope. Nicht. Irgendwas passiert. Es ist zu ruhig, es ist zu offen, es ist zu groß. Sag ich ja. Dinger machen ganz schön. So, hat sich ausgedingert. Wenn man solche Dinger... Haben sie einfach nicht ernst nehmen. Nein. Zeug noch. Wir haben nur ein Mini-Pistolchen. Aber sie sind nervig. Leute. Ist doch nicht mehr wahr. Aha. Oh Mensch. Die finde ich nerviger als die anderen. Für meine Raketenwerfer zu gut. Ich fand das jetzt nicht nett, dass ich den nur so blöd nutzen durfte. So, guck, hier hast du auch was zu essen, lieber Raketenwerfer. Oh, friss dich voll. Jetzt hast du wieder ganz viele Raketen. Und dass das noch keiner gehört hat, dass hier eine Million Raketen explodieren und geschossen wird, finde ich kurios. Da bist du auch mein Kontrollraum. Oh nein. Flugratten. Ziel markiert. Moment mal. Aha. Okay. Okay, Prinzip verstanden. Ich gebe zu, aber eben etwas blöd. Nein. Oh, vergessen zu markieren. Ich gebe zu, erneut blöd. ETF. Naja, schlecht. Schön aggressiv, die kleinen Dinger. Wirklich aggressiv, die kleinen Dinger. Ganz schön penetrant.
Ich habe mich gerade entschieden, wir brauchen Munition. Aber ist nur so ein Gefühl. Wenn ich maschiniere wie hier durch. Soll mir auch recht sein. Ich habe nämlich jetzt keine Lust mehr runterzugehen. Oh. Ey, du hast einen Kopf, das war ein Kopf. Hattest sogar ein Loch im Kopf, Alter. Also falls du einen Chip hattest, ist er jetzt kaputt. Da bin ich mir sicher. So hätten wir uns das Ganze also sparen können, ja? Okay. Wie sieht's mit deinem Ergebnis aus, Cody? Super, aber ich bin echt mies, wenn mein Kopf vernebelt ist. Okay. Wir wissen jetzt Bescheid, sein Kopf ist vernebelt und er ist dann durch mies. Oder fies? Keine Ahnung, in meinem Kopf kam mies an. Ich hoffe, mein Kopf hat die Wahrheit gesagt. Was machen wir jetzt? Nice. Ich gehe mal auf Überzeugung und ich würde sagen, so weit kann, dieses Level noch nicht mehr sein. Kaputt, du auch. Wir sind alle ein bisschen kaputt gegangen. Oh, ich finde das so geil, dass man hier alles retten kann. Das finde ich nicht so geil. Was? Was ist dahinter? Raging gerade, aber ich bin gerade hier irgendwie nicht in Rage. Das ist traurig. Ups. Oh, Huhn. Moment, war das ein Vogel? Okay, es war ein Stück Papier, Vogelzeugs. Aber ist egal. Ich finde das kontraproduktiv, wenn hier so Dinge hochgehen, wenn ein Flugzeug starten möchte. Könnte passieren, dass das Flugzeug ein bisschen dagegen fährt. Naja. Hui. Nice. Headshot. Oh, Reihenfolge vertauscht. Nice. Hallo. Kaputt. Ich war's nicht. Ich schwöre. Och nö. Drei von den Bretzmarken. Beeinträchtigt. Störsystem Agent sofort ausschalten. Pass mal auf, wie wir das hier machen. So. Ja, ich hoffe, das ist doch ein bisschen dieses Dark-Dings hier, weil da machen wir wieder Menschen. Ein bisschen um, weil ich habe das Gefühl, du möchtest das auch mit mir. Also, dass ich umkippe. Und das finde ich jetzt persönlich nicht so in Ordnung. Ist aber nur meine Meinung. Muss jetzt nicht deine widerspiegeln, aber du bist kaputt, ich nicht. Ich würde sagen, wir einigen uns auf meine. So. Haben wir Bock auf Action? Wollen wir ein bisschen rumgucken und langweiliges Zeug machen, wo keiner Bock drauf hat, oder wollen wir ein bisschen Action? Wir gucken ein bisschen rum, oder? Ein bisschen langweilig und so. Außerdem habe ich gerade das Bedürfnis entwickelt, eine Schrotflinte mitzunehmen. Das heißt, ich munitioniere mich jetzt erstmal ein bisschen auf. Nee, nimm mit. Ach, komm schon. Ja, dann eben nicht. Oh, hab mich ein bisschen aufmunitioniert. Das muss reichen. Okay. Hey, kann ich dir fliegen? Ja, voll geil. Nur auf Dinge drauf gucken, macht sie hackbar.
Awesome! Oh. Tim! Ich hab euch jetzt mal so ein bisschen kaputt gemacht. Und er hat sich mal ein bisschen kaputt gemacht. Ich bin mir sicher, wir hätten das auch friedlich lösen können. Wenn hier kein Störfeld gewesen wäre. Hätte ich nämlich Suizid gemacht. Also, ich natürlich hätte das gemacht. Nicht ihr. Nein, 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 nein. Nein, Quatsch. Ich hätte doch nicht euch umbringen lassen. Na, Quatsch. Also, nein. Hey, wie geht's weiter? Bin gerade zu blöd, den Weg zu finden. Sorry. Folgen wir. Aber da komme ich doch her. Das geht doch nicht mehr auf. Okay, wir müssen eigentlich hin. Aber wir müssen nicht hoch. Richtig? Das war so mein erster Gedanke. Okay, erster Gedanke ist falsch. Will da hoch, will da hoch. Muss gerade verhindern, mich noch mehr zu blamieren. Vor mir selbst. Ach, nö. Kann ich ja technisch gesehen. Oh man, ich wollte mir gerade was zu trinken holen. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Ist ja gut. Kann ich jetzt rumragen? Ja, eigentlich schon. Oh, ist das. Ja, ich lege auch immer meine Gewehre so in Lüftungsschächte. Sieht man hier irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Oder irgendwas Obszönes? Oder vielleicht was Privates? Okay. Ein bisschen kaputt. Diese Luftratten. Achtung, Sperrung der Aussichtsplattform eingeleitet. Aha. Schutzschilde aktiviert. Bitte warten, bis der Landeplatz ist. Es ist aber nicht nett, dass die jetzt alle sperren. Kann ich nicht hier rein? Lass mich mal raten, wen die jetzt bringen. Dr. Tante da. Humanobjekt Lily John. Sichtkontakt. Wie sieht die nicht sonderlich unglücklich gefangen aus? Darf ich jetzt mal bitte hier raus? Ich plane nämlich mal zu schießen. Bleib mal kaputt. Du auch. So. Oh, mein Zug ist da. Oh, überhaupt nicht spannend hier. What's up? Okay, das war spannend. Spannend in den Tod gesprungen. Nicht weit genug gedacht. Oh nö. Aber das ist ja gut. Gehst du mal bitte kaputt? Dankeschön. War da ein Schild vor? Ja, ne? Ja, okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht
ganz auf dem Rückplatz. Hier war doch noch ein dritter, oder nicht? Da ist er doch. Immerhin ein vierter Mann. LOL, wie schlecht. Soll ich euch noch was erzählen? Nee, ich wüsste jetzt auch nicht was. Ich möchte hier einfach nur durchkommen. Ich mag dieses Level nicht. Frag mich nicht warum. Zu viel große Gegner. Oh, da. Der ist ganz schön arm dran, der Mann. Oder gewesen. Kann man hier rein? Nein. Kann man hier rein? Nein. Auch nicht. Ich kann hier jetzt vor rein. Ja, das war's mit dem Level, würde ich mal sagen. Nein, auch ist Zeit. Ah, siehst du? Siehst du? Hier kommen wir rein. Nicht? Finde ich jetzt nicht gut, was da kommt. Du verlierst gleich noch viel mehr. Ja, ich finde das jetzt, das finde ich jetzt, dass die so ein Ding auf dem Rücken haben und ich nicht mehr rumhacken kann. Mein ja, es wäre ein bisschen langweilig. Wir haben Zugang zum Aufzug. Human-Objekt Lily Drawl kann befreit werden. Weiter. Okay, es wäre wirklich langweilig, wenn wir immer nur diese Gegner hätten, sagen wir mal so 10 pro Level. Nee, stimmt schon, wir brauchen doppelt so viele, na, sagen wir 10 mal so viele Gegner. Fände ich gut. Fände ich klasse. Boah, ich hätte es wahrscheinlich nicht sagen dürfen, richtig. Ich gehe mal davon aus, das hat gleich böse Folgen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin immer noch Rang Executive. Das ist aber nicht nett. Eben war ich CEO, jetzt bin ich Executive, aber ich werde nie wieder befördert. Mensch. Ich war doch gerade eine Kiste. Ups. Oi. Ich glaube, manchmal ist brachiale Gewalt einfach besser als Präzision. Empfange Dr. Drawls Chipsignal. Spur ist verwischt. Miss Hall? Ja, dann lass mal da hingehen. Ich wollte mich auch mal ein bisschen am Schiff umgucken. Okay, ich darf hier nicht rein. Wir schießen jetzt brachial, oder? Ja, wir schießen brachial. Guck mal, ich habe eine Waffe. Naja. Und hier? Nein! Hätte ich doch besser geguckt, was da hinten war. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob mir das gefällt, dass mir meine Wünsche in diesem Spiel auf diese Weise erfüllt werden. Vielleicht sollte ich einfach andere Wünsche äußern. Ich sag besser nichts mehr darüber. Ich habe nämlich Aktivitäten auf La Ballena deuten auf Vorbereitung einer feindlichen Übernahme durch Cayman Global hin. Ist das nicht Cayman Global? Arschgeigen. Er macht meinen schönen Chip kaputt. Er rüstet seine Möglichkeiten. Oh, da liegt Zeug. Feindliche Übernahme auch noch. Meine Güte. Oh, nice. Ah, da geht's weiter. Das ist ja langweilig. Können wir da oben auch hacken? Können wir alle Türen jetzt auch hacken? Nein? Ein Versuch noch? Sonst gehe ich nicht mehr höher. Okay. Aber diese Firma hier, dieses ganze Zeug hier gehört doch Cayman Global, oder nicht? Und wenn ja, dann bitte, wo ist die feindliche Übernahme? Was? Aha, okay. Okay, aha. Gemerkt. Nö, eigentlich kein Millimeter. Der Herr kann ganz cool die Leitern runter, was? Ich will auch eine feindliche Übernahme machen. Ich habe mich gerade entschieden, diese Insel zu übernehmen. Ist das okay?
Gino Estavez. Oi. Wieso sagte ich, ich will ruhig 10-mal mehr haben? Jetzt bin ich schuld, dass da unten so 50 Mann stehen, wie ich es gesagt habe. Vielleicht können die ja kaputt machen. Au! Hey! Hey! Atmest du noch da unten? Bisschen! Und du? Sieht zumindest so aus. Oh, was hast du denn da? Ah, shit. Ja. Das ist dein Ende! Raketen im Anflug. Zum Ausschalten halten. Aha. Ja, so macht das Spaß. Achtung, feindlicher Heck. Ich kann besser hacken als du, Pissnelke. Ich bin auch vernetzt. Mir reicht's. Mir auch. Ah! Gib mir eine Waffe, das ist unfair. Ja, du Weichei, komm mal runter. Bösne. Scheiße. Egal, wird eine längere Folge. Wird 40. Ich bin Luftkampf. Raketen im Anflug. Zum Ausschalten halten. Hallo. Aha. Achtung, feindlicher Heck. Aha. Eine Plattform weniger. Ich bin auch vernetzt. Schön für dich. Ich reiß dich in Stücke, Agent. Jo, mach mal. Ah, aber nicht so. Boah, ich flöte. Du Eurocorps-Sklave! Du meinst auch, wenn du eine andere Firma hast, macht nicht das weniger Sklavenartig oder was? Lass mich raten. Hinter das Schild? Was steht da dran? Blast Shield. Okay, deutlicher geht's fast gar nicht mehr. Alles klar, ich geh hinter das Schild. Zeit zum Sterben! Aber nicht jetzt. Raketen im Anflug. Zum Ausschalten halten. Jo, mach mal. Ich bin da schon froh, wenn die Plattform da links weg ist. Wer ist vielleicht intelligent, mal wegzugehen, wenn er seine Massenraketen ratzt? Achtung, feindlicher Heck. Aha. Scheiße! Ich bin auch vernetzt! Ja, scheint dir nicht so viel gebracht zu haben bis jetzt. Jetzt aber! Haha. Würde ich gerne Suizid bei dem machen, ganz ehrlich. Nimm das, du Arschgesicht! Jetzt ist Schluss! Ey! Wie ich das gerade einfach nur anpisst. Schönes Deutsch. Okay, wir Deutschen erneut. Los, schieß, Raketen wie immer. Raketen im Anflug, zum Ausschalten halten. Ja, kennen wir ja jetzt schon. Stressig wird er nur, wenn er richtig rumballert. Achtung, oh, gut. Ich bin auf!
Steuerung, aber der war echt schlecht von ihm. Nimm das, du Arschgesicht! Hör mal auf, da rum zu ballern. Jetzt aber! Basta! Ja. Ja, was ist? Mich doch wenigstens rennen! Mach ich gleich! Nochmal! Lass mich! Ja. Aha! Knapp, aber geschafft. Jo, das klappt. Macht jetzt mal wieder was, womit ich ihn kaputt machen kann. Komm schon! Du hast jetzt mal genug einen drüber gekriegt. Oh oh. Du kannst mir ruhig mal eine Waffe geben, wenn du mal möchtest. Dann testen wir mal, wer von uns beiden cooler ist. Aua! Das war ein guter Moment. Und hat ein bisschen weh, gebe ich zu. Vergessen, ich bin ja geblockt. Oh nee, sag nicht, ich muss alles, komplett alles von vorne machen. Ah, das passt nicht. So lange kann ich es dann auch wieder nicht machen. Dann muss ich leider erstmal hier Pause machen. Es tut mir leid. Ich hätte es gedacht, ich schaff's. Ich bin nicht konzentriert. Vielleicht hilft das, wenn ich ein bisschen irgendwas höre, wie sagen wir mal ein paar Viking-Songs. Bisschen ragen. Ne, wir kriegen das hin. Wir machen das in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Wolf. Abonniert mich, dann verpasst ihr es auch nicht. Tschüss.